Tausende Bienen geben alles hoch über den Dächern von Köln. Für ihn sind es seine Mädels. Johannes J., Kölner Klavierbauer und seit 3 Jahren Stadtimker. Als Kind war ich früher mal bei einem Imker, habe das angeguckt und das ist mir sehr in Erinnerung geblieben und fand es dann schön, ein Hobby mit was Sinnvollem zu verbinden und da sich Bienenstöcke in der Stadt zu halten. Aber auch für Stadtbienen ist nicht alles eitel Sonnenschein. Johannes J. hat 2 seiner Völker verloren, an die Varroamilbe oder an räuberische Wespen. Es gibt viele Gefahren. Bienenhaltung ist ein komplexes Hobby. Doch zum Glück sind Stadtimker gut vernetzt. Andreas Geißler, ebenfalls Imker und Bienenblogger. Im Netz berichtet er regelmäßig über seine Erfahrungen und gibt Tipps. Die Grundausrüstung, sogar eine lebende Bienenkönigin, können angehende Imker inzwischen ganz einfach im Internet bestellen. Man sollte sich nicht denken, dass man sich dort eine Kiste hinstellt, die Bienen reinlässt und dann nichts mehr zu tun hat. Also man muss sich schon damit beschäftigen und man muss sich weiterbilden und da auch wirklich ein Auge drauf haben. Auch Jungimker Johannes J. hat am Anfang Fehler gemacht. Er lernt quasi täglich dazu. Es gibt immer wieder andere Herausforderungen bei dem Bienenvolk, sodass der Gedanke, ich hole mir einfach ein paar Bienen und alles geht gut, das hat nicht funktioniert. Mittlerweile läuft es aber recht gut mit den Bienchen. Tipps und Tricks finden urbane Imker auch online und in Imker-Apps. Die richten sich an Stadtimker wie Johannes J. und Andreas Geißler und an Bienenfreunde im Allgemeinen. Ich finde die wirklich interessant. Man kann da schön reingucken. Man lernt viel über Zahlen, Fakten über Bienen. Man kann immer mal wieder nachgucken, wann welche Blüten blühen. Es macht Spaß, da reinzugucken. Johannes J. und Andreas Geißler, Imkern 2.0. Ich erlebe den Jahreszyklus der Bienen und kann das alles in der Stadt wahrnehmen. Und im Spätsommer habe ich sogar Honig. Und den gibt es nun wirklich nur von echt.